3.10.2018. Wir sprechen heute über den wohl meist diskutiertesten Altcoin der letzten Tage, Stunden, Schrägstrich Wochen. Wir reden über Ripple. Ripple wird ja entweder extrem gehasst oder extrem geliebt. Ich versuche heute im Video ein ziemlich neutrales Augenmerk auf Ripple zu legen. Ich hatte selber Ripple im letzten Bullmarkt, hatte aber keine emotionale Beziehung zu dem Coin, habe ihn dementsprechend auch wieder relativ schnell verkauft danach und ich glaube, ich kann in der Hinsicht wirklich neutral über die Fortschritte von Ripple berichten, denn vor allem für das nächste Jahr wird Ripple für mich wirklich einer der wenigen interessanten Altcoins werden und wieso, weshalb, warum, gehen wir eben heute in diesem Video durch. Ja, und für alle, die vielleicht in einer Höhle leben und die letzten Tage im Kryptomarkt nicht so mitbekommen haben, was ist denn genau abgegangen? Wir hatten die Swell-Konferenz von Ripple, wo unter anderem Bill Clinton als Keynote-Speaker aufgetreten ist, der vor allem bekannt ist für folgende Aussage. I did not have sexual relations with that woman. Und auf der Ripple wirklich sehr vielversprechende Ankündigungen herausgehauen hat. Wir haben jetzt konkret nämlich drei Unternehmen, die mit Ripple und vor allem mit dem X-Rapid-Netzwerk zusammenarbeiten wollen und auch zusammenarbeiten werden. Das heißt, es ist konkret dieser Cross-Border-Payment-Markt, der von Ripple angesteuert wird. Und diese drei Unternehmen sind Mercury FX, Qualix und Catalyst Corporate Credit Union. Also da geht es konkret eben um den Zahlungsfluss, den Transaktionsfluss von vor allem sehr großen Geldmengen von eben grenzenübergreifenden Transaktionen, zum Beispiel auch USA, Mexiko, aber ich glaube, das wissen die meisten eh. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, diese drei Firmen waren mir bis dato unbekannt. Ich bin wirklich sehr interessiert in der Finanzbranche und kenne eigentlich die meisten größeren Unternehmen, aber vor allem dieser Markt ist für den Endverbraucher jetzt auch nicht so extrem interessant. Deswegen muss ich auch sagen, ich habe die Firmen alle recherchiert, sie sehen solide aus, aber sie halten jetzt auch noch nicht den größten Marktanteil eben an diesem Cross-Border-Payment-Markt. Nichtsdestotrotz hat Ripple eben jetzt wieder einen Fortschritt angekündigt und genau deshalb und genau auch aufgrund der charttechnischen Entwicklung war ich einfach wieder interessiert an Ripple. Ich muss sagen, ich habe Ripple extrem lange abgeschrieben, einfach auch aufgrund der äußerlichen Bedingungen, dass wirklich so gut wie jeder Ripple schlecht redet und einfach die Preisentwicklung sehr uninteressant war für jeden Privatinvestor. Und jetzt, wo das Ganze wieder in Fahrt kam, der 100% Pump, auch die Nachrichten über Swell und jetzt eben auch die weiteren Fortschritte mit X-Rapid, jetzt ging es wieder los, jetzt habe ich wieder recherchiert und jetzt bin ich wirklich immer knapper davor, wieder Long-Term NXRP einzusteigen. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn viele Leute X-Rapid haten, die Entwicklungen sehen gut aus. Und da könnt ihr mir jetzt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ripple ist wirklich eines der wenigen Unternehmen, wo ich wirklich extreme Professionalität nach außen wahrnehme. Ja, das ist vielleicht subjektiv, ich glaube es zwar nicht, denn die meisten Krypto-Unternehmen, die haben wirklich für einen Spekulanten oder Investor, der jetzt nicht hinter die Vorhänge sehen kann, einen extrem unprofessionellen Eindruck nach außen. Also da hat man wirklich auch das Gefühl, dass das Unternehmen vom Kinderzimmer geleitet wird oder von der Garage aus. Es fehlen die entscheidenden und wichtigen Unternehmensstrukturen. Ganz klar bei den meisten Unternehmen. Ripple läuft professionell. Das ist für mich auch irgendwie immer so ein Grund, warum ich auch immer Ripple auf dem Radar hatte. Bei Ripple hat man das Gefühl, die sind interessiert, die haben entsprechend Ressourcen, um den Progress weiterzutreiben. Die haben das Personal und die haben vor allem auch den Lobbyismus. Ja, weil Ripple hat so unfassbar viel finanzielle Ressourcen, dass die auch die entsprechenden Leute kennen, die entsprechenden Leute in Washington, die Leute bei der SEC, also was Lobbyismus betrifft und was auch die Sachen betrifft, die wir natürlich jetzt nicht so im Kryptomarkt sehen wollen, traue ich XRP einfach am meisten zu. Und dementsprechend gehen wir auch weiter in der Fundamentalanalyse und schauen uns diesen Cross-Border-Markt etwas genauer an. Wir haben zurzeit Swift, wo wir eben 4,7 Trillionen US-Dollar, also wie gesagt, hier wieder ein kleines Rufezeichen, US-amerikanischer Sprachgebrauch, Trillions sind bei uns natürlich Billionen, Billions im US-Sprachgebrauch sind bei uns die Milliarden. Ich bleibe jetzt bei diesem Artikel im US-amerikanischen Sprachgebrauch, um eben Verwirrung zu vermeiden. Swift, also der Anbieter Swift, hat schätzungsweise am Tag
4,7 Trillionen US-Dollar eben an Transaktionsvolumen in diesem Cross-Border-Payment-Markt. Das ist extrem viel Geld. Und da hat sich eben ein Analyst sozusagen oder ein YouTube-Channel die Arbeit gemacht und sich eben ausgerechnet, was das konkret für einen Einfluss oder was das konkret für eine Bedeutung für XRP haben könnte. Und da wird es für mich jetzt eben auch als Endinvestor interessant, denn für uns geht es eigentlich im ja, wenn man es runterbricht, nur darum, ob denn der Preis steigen wird oder eben fallen wird von unserer Investition weg. Kann jeder sagen, ich investiere für die Technik oder bla bla bla. Es zählt, ob der Preis steigt. Ja? Und da haben wir in diesem Markt, der 4,7 Trillionen Dollar am Tag schwer ist, ja, wohlgemerkt am Tag. Und da wurde sich eben berechnet, dass wenn X-Rapid 1% dieses Volumens auf seine Seite nimmt, also dieses Volumen über Ripple eben durchführt, dann wären das knapp 47,8 Billionen US-Dollar. Aufpassen, natürlich Milliarden bei uns. Ausgerechnet mit dem Volumen wäre das 250% des Durchschnittsvolumens, das wir jetzt jeden Tag haben, und würde dazu zu einem Preis führen von 5,56 Dollar pro XRP. Natürlich, es ist nur ein Modell, es sind nur Berechnungen. Wie gesagt, hier Vorsicht, grobe Schätzungen. Aber was für mich wichtig ist, als fundamentale Ansicht und als fundamentale Analyse, ich sehe den Markt, ich sehe, wie viel am Markt transferiert wird, und ich kann mir ungefähr ausmalen, ob es dann wahrscheinlich ist, dass XRP auf diesen Markt Fuß fassen will. Ja, wir hatten auch die Diskussion bei uns in der Telegram-Gruppe, wo ich das noch ein wenig belächelt habe, wo ich sagte, ah, Ripple, ob die da jetzt wirklich so in den Markt reinkommen. Mittlerweile, wo ich mich wirklich stundenlang jetzt wieder mit diesem Markt auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, 1%, ja, 1-2% Marktanteil langfristig traue ich dieser Firma oder diesem Unternehmen Ripple definitiv zu. Ja, die Strukturen sind da, die finanziellen Mittel sind da und die Technologie ist auch da. Also ganz klar, also Ripple sagt von sich selber, dass sie USP ist, dass sie diese Transaktionen billiger machen können als die traditionelle Konkurrenz. Und da sehe ich für mich einfach starkes Interesse als Endinvestor in XRP. Und deswegen jetzt als letzten Teil dieses Videos schauen wir uns auch noch den Chart an und zeige euch kurz meinen Gameplan für die nächsten Wochen, was XRP betrifft. Und wir sind auch hier schon am Daily Chart von XRP und wir haben jetzt eigentlich nur konkret zwei Linien eingezeichnet, die eben momentan signifikant sind. Wir haben eben diesen starken Support gesehen, der im April gehalten hat und zu diesem kleinen Alt-Bull-Run geführt hat. Wir sind hier zurückgekommen zu diesem Support. Der Support hat dann nochmal einige Zeit gehalten. Wir schauen uns das Ganze genau an. 43 Tage hat dieser Support gehalten. Wenn man es ganz nach hinten auszieht, haben wir 123 Tage diesen Bereich nicht unterschritten, haben dann diesen starken Sell-Off gesehen, haben dann eine Akkumulationsphase gesehen unter dieser Support-Linie, die auch nochmal 47 Tage gedauert hat, wo jeder XRP abgeschrieben hat, wo jeder gesagt hat, ja, XRP ist dead und so weiter. Und dann vor der Swell-Konferenz dieser Pump, knapp 100, ups, da habe ich es falsch ausgewählt, knapp 200%, das ist unfassbar, ja, für so einen High-Cap-Coin. Warum ist das signifikant für mich? Wie gesagt, diese Linie wurde so oft getestet, ist so lange gehalten und jetzt haben wir es nach langem wieder mal geschafft, hier durchzubrechen. Und, was auch signifikant ist, wir haben auch den Support wieder getestet. Das ist was extrem viele Altcoins nicht geschafft haben, was Ripple jetzt eben geschafft hat. Sind ja durchgeballert, Support und es geht weiter nach oben. Das heißt, für mich ist XRP jetzt hier sehr interessant, ja, charttechnisch als auch fundamental und eben auch dafür Long-Term, als Long-Term-Back eben mitzunehmen. Natürlich, was mich am meisten stört oder was ich immer noch für bedenklich halte, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei Bitcoin neue Lows sehen werden, ist für mich immer noch da. Und da muss ich mich irgendwie absichern, denn selbst wenn XRP, X-Rapid weiterhin so performt, wenn Bitcoin abstürzt, dann wird es auch mit Ripple schwierig. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen wäre für mich immer noch so der Kauf hier und wirklich den Stop-Loss irgendwo in dieser Range setzen, weil wenn der Markt komplett runtergeht, dann wird dieser Support auch gebrochen werden und dann müssen wir hier wieder rausgehen, weil dann wird es auch bei XRP tiefer gehen. Generell gesagt, XRP für mich extrem interessant. Target Range High wäre 1,20 $, wenn wir das erste Range nehmen, wären das auch 95 Cent, also knapp 105%
Zuwachs von hier. Und dementsprechend muss ich sagen, ich beobachte XRP die nächsten Tage wirklich stark. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von XRP so haltet. Für mich definitiv interessant, auch fundamental, charttechnisch. Und ja, auch wenn die Leute haten, muss uns als Investoren eigentlich egal sein. Im Endeffekt zählt nur, ob der Preis steigt. Und dementsprechend werde ich XRP genau beobachten und werde auch regelmäßig Updates zu XRP bringen. Ich werde euch informieren, wenn ich einkaufe und wenn ich eingekauft habe. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.